Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserer Oldorf. Ich habe hier ein Schrankschloss und bei dem Schrankschloss ist der Dorn weg und deswegen kann man da auch nicht mehr so richtig mit schließen hier. Geht irgendwie gar nichts. Ja, der ist hier in der Mitte, ist der ausgebrochen. Ich werde das jetzt so machen, ich werde jetzt öffnen hier das mit den Nieten. Werde den aufmachen, dann werde ich da ein Loch reinbohren, einen kleinen Dorn reinsetzen und das Ganze dann wieder verschließen und dann sollte das dementsprechend hier auch wieder funktionieren. Okay, ich mache mich da mal eben ran und dann schauen wir gleich mal eben. So sieht das Schloss jetzt hier von innen aus und ja, also hier kann man auch genau sehen, dass der Dorn weggebrochen ist, dass gar keiner mehr da ist und deswegen kann man hier auch nicht dementsprechend agieren. Ich werde jetzt beigehen und werde, wie gesagt, da eben was reinsetzen. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze gleich aussieht. So, was ist sonst noch hier zu sagen? Na, hier ist die Feder rausgeflogen. Da. Da nachher rein. Okay, ich mache mich mal dran und dann schauen wir gleich mal hin. So, da habe ich den Dorn eingesetzt und jetzt kann man auch sehen, dass es das hier funktioniert. Dann kann man jetzt hier auch Platte wieder einsetzen, wenn ich das hier hinkriege. Der Feder ist auch drin. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Mal gucken. So, die fliegt mir nicht weg. So. Geht immer noch nicht. Das war der. Dann mache ich mal das mal anders. Einfachsten ist das, wenn der Deckel da drauf kommt. So, und dann kann man nämlich das sehen, dass das funktioniert. Später. Gut, okay. Muss ich nur noch eben das hier mit den Nieten wieder verschließen und dann kann der Kunde das wieder bekommen. Da kann man das hier nämlich das reingebohrt, um das zu befestigen. Okay, das mache ich mal fertig und dann gucken wir uns das Ganze gleich mal eben an. Ich habe das soweit fertig und ja, jetzt den Dorn drin habe. Man sehen, dass das hier auch alles wieder funktioniert. Wir den Schlüssel einfach rausnehmen, wieder reinstecken und es geht alles wieder. Okay, das war's von meiner Seite aus und ja, dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt.